Hallo und willkommen zurück. Dieses Mal zu einem weiteren Video über die Grundlagen der Elektrotechnik. Heute sprechen wir über Arbeit. Bis jetzt was spüre, jetzt geht es um die Arbeit. Wir sprechen über Arbeit im physikalischen Sinn. Was ist Arbeit im physikalischen Sinn? Arbeit ist Kraft mal Weg. Wenn ich einen Gegenstand habe, ich bringe Kraft auf und lege einen gewissen Weg zurück, dann habe ich Arbeit geleistet. Kraft, Newton, Weg, Meter. Newtonmeter ist die Einheit oder auch Joule, sagen wir. Joule ist die Einheit der Arbeit und da Arbeit und Energie gleichwertig sind, ist es auch die Einheit der Energie. Weil er nämlich dieses Teilchen hier von hier, so eine gewisse Masse hat, eine gewisse Kraft, von hier bis hier bringe, dann habe ich Arbeit geleistet. Diese Arbeit ist aber nicht verschwunden, sondern die geht in potenzielle Energie von diesem Ding rüber. Wenn man es wieder nach unten tut, dann habe ich die Arbeit wieder zurückgewonnen. Das fühlt sich zwar nicht so an, ich meine bei dem jetzt. Wenn wir die Kirche im Dorf lassen. Aber im Prinzip, wenn ich das einmal nach oben bewege und einmal nach unten, habe ich gar keine Arbeit geleistet. Im physikalischen Sinn. Meine Muskeln werden müde, weil ich sie benutzt habe, aber im physikalischen Sinn habe ich keine Arbeit geleistet. So, es geht also nur um Kraft und Weg. Da haben wir keine Masse, kein nichts drin. Das heißt, auch auf Ladungsträger wirkt hier Kraft und wenn Strom rinnt, dann haben sie einen Weg auch. Und das wollen wir uns jetzt näher anschauen. Okay? Ich mache einfach wieder eine Skizze mit meinen Leiterteilchen. Das kennen wir ja mittlerweile eh schon. Also da ist ein Leiter oder ein Draht oder was auch immer, mit einem gewissen Widerstand auf alle Fälle. So, und wir schauen jetzt von dem Querschnitt weg, von dem Punkt da weg, bis daher, da haben wir eine gewisse Länge hier, Länge L, und da haben wir auch eine gewisse Spannung zwischen diesem Punkt und diesem Punkt. Weil wir haben da ein Potenzial und wir haben hier ein Potenzial und die Potentialdifferenz haben wir Spannung U dazwischen. Wenn wir da Spannung haben, haben wir intern im Leiter natürlich auch ein elektrisches Feld. Das haben wir eh klar. Also da ist unser elektrisches Feld. Ich sage Leiter, weil es leiten muss, weil sonst bewegt sich ja nichts. Elektrisches Feld, E. Und da drin stelle ich mir jetzt wieder einen Ladungsträger Q vor. Da ist er. Da ist der Ladungsträger Q. Gewisse Ladungsmenge Q. Auf dem wirkt eine Kraft F. In Feldrichtung, weil ich sage, es ist ein positiver Ladungsträger. F. Okay. Wandert dieser Ladungsträger jetzt von hier bis hier über die Strecke L hinweg, dann ist die Arbeit, die der leistet, das W, F mal L. Kraft mal Weg. Klar, oder? F mal L. Das ist die Arbeit. Die Kraft, haben wir jetzt aber gesagt, das F, das war ja Q mal E. Okay. Setzen wir ein. Kommen wir ist gleich Q mal E mal L. Und der aufmerksame Zuhörer erkennt vielleicht schon, hey Moment, E mal L, war ja nicht was. Elektrisches Feld mal der Länge, das ist gleich der Spannung U dazwischen.
Weil die Spannung U hat sich ja, U durch L hat sich ja aufgeschmiert auf das elektrische Feld. Also wenn ich das elektrische Feld mit der Wirklänge multipliziere, habe ich wieder die Spannung U. Okay? Das heißt, eigentlich ist die Arbeit hier nämlich Q mal U. Ja? So. Und was ist jetzt Strom? Strom war die Ladung Q durch die Zeit T. Q durch T, ja, das war Strom. Ja. Das heißt, mein Q ist eigentlich der Strom I, der die gewisse Zeit lang T da durchrennt. Ja. Jetzt setze ich das Q da oben ein. Jetzt steht da plötzlich I mal T mal U. Und jetzt sortiere ich das nach um. Jetzt steht nämlich da W ist gleich. Multiplizieren darf ich in einer Reihenfolge, ich will. U mal I mal T. Tata, das ist die Arbeit. Das ist die Arbeit, die der elektrische Strom leistet. Okay? Spannung mal Strom mal der Zeit, die das Grüne ist. Ja? Wenn eine gewisse Zeit lang Strom und Spannung gewisse Werte haben, ja, dann ergibt sich halt so und so viel Joule. Ja? Die Einheit von dem ist nämlich immer noch ein Joule. Oder ein J. Okay? Das ist eine unübliche Einheit in der Elektrotechnik. Im Normalfall sagen wir, das ist eine Wattsekunde. Ja? Ebenfalls relativ unüblich. Sehr üblich ist zum Beispiel eine Kilowattstunde. Ja? Kilowattstunden kennen wir, zahlen wir. Okay? Wir zahlen also beim elektrischen Zähler, der bei uns beim Hausanschluss ist, die Arbeit, die wir beziehen. Wenn kein Strom reinrennt, ist die Arbeit 0, zahlen wir nichts. Wenn ein Strom reinrennt, eine gewisse Zeit lang, dann rennt es nach oben, dann zählt es nach oben. Dann rennen die Kilowattstunden ein. Also, das ist die elektrische Arbeit, die irgendwo verrichtet wird. Wo geht die da hin? In diesem Leiterstück? Ich meine, da ist jetzt ein Strom, da ist eine Spannung. Wo, Energie kann ja nicht vernichtet werden. Wo verschwindet die hin? Ja? Wenn hier tatsächlich Arbeit geleistet wird, das geht in Reibung auf, in Wärme. Das Teil wird warm. Ja? Diese Arbeit hier, sofern es nicht irgendwie anders die Bewegung abführt, bei einem Elektromotor oder sonst irgendwas, wird einfach Wärme. Aus. Ich kann also mit Strom etwas erwärmen. Ich weiß ja nicht, wer ein hochtechnisches Gerät zu Hause hat, wie ein Teekocher, aber da geht es so. Schaltet man ein, rennt Strom durch, wird warm, wenn es warm genug ist, schaltet es sich automatisch ab. Das ist die Arbeit, die da hineinrinnt. Und die Arbeit ist gleich der zugeführten Wärmemenge. Und die Wärmemenge mit der Wärmekapazität, die sorgt dafür, dass das Wasser dort auch warm wird. Okay? Das schauen wir uns aber im nächsten Video an. Da werden wir schauen, wie wir mit Arbeit, nehmen wir einfach einen Wasserkocher her. Ja? Nehmen wir das als Beispiel her und da werden wir sehen, wie wir unser Teewasser wärmen können mit unserem Teewasserkocher. Machen wir einen Liter. Okay? Bis dorthin. Sage ich mal, danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.